Sommer, Sonne, Abenteuer. Der VW-Bus ist seit Jahrzehnten ein Garant für schöne Ausflüge mit Familie und Freunden. Seit genau 10 Jahren bietet Volkswagen das Campingmodell California auch direkt ab Werk an. Kürzlich lief dort der 50.000. vom Band. Das kleine Jubiläum nehmen wir zum Anlass, uns den T5 California mal aus verschiedensten Perspektiven anzuschauen. Ich habe es mir heute mal ein bisschen bequemer gemacht und teste nicht wie sonst üblich ein normales Auto, sondern ein Campingmobil, und zwar den VW Bus California. Und was der im Detail so kann, das schauen wir uns heute mal genauer an. Jedes gute Abenteuer beginnt mit einer Fahrt zu spannenden Plätzen. Gewohnt übersichtlich sind Knöpfe und Schalter und machen die Bedienung zum Kinderspiel. Die Bezüge der Sitze sind fröhlich gemustert und sorgen für gute Laune. 5 Personen können in diesem California in der Beach-Ausstattung mitfahren. Der Platz auf der Rückbank ist mehr als großzügig und nicht nur dort. Und in der Tat, hier oben im California ist es bequem. Ich bin auf der 2. Etage, wo locker 2 Personen Platz haben. Und wenn man denn muss, hat hier bestimmt auch noch ein weiteres Kind Platz. Ansonsten gibt es unten noch mehr Schlafmöglichkeiten. Und wie die aufgebaut sind, das wollen wir jetzt als nächstes testen. Wir haben hier unten die Möglichkeit, die Rückbank umzuklappen, die Kopfstützen herauszunehmen, die Sitzbank nach vorne zu ziehen. Dann kann man die Rückbank wieder hochstellen, im Ganzen als Bett machen und zu guter Letzt die Matratze ausbreiten. Kleine Handgriffe im Kofferraum komplettieren die Matratze zu einer durchgehenden Liegefläche. Darunter bleibt Stauraum fürs Gepäck. Auch wenn man tagsüber ein bisschen schlafen wollte, kann man es sich hier ziemlich dunkel machen, indem man hier oben in der Etage den Reißverschluss von beiden Seiten zumacht. Hier unten haben wir die Möglichkeit, die Fenster entsprechend abzudunkeln. Und natürlich haben wir auch hier vorne die Möglichkeit, alles abzudunkeln. Dafür haben wir hier in dieser Tasche die Vorhänge. Und das besonders Gute daran ist, die Seitenvorhänge werden mit einem Magneten festgemacht, sodass man gar nicht lange einfädeln muss, sondern direkt ein gutes Ergebnis bekommt. So verwandelt sich der California Beach Camper im Nu zu einem blickdichten Feriendomizil. Vier Diesel und 2 Benziner hat VW für den California Beach im Angebot. Je nach Motor sind auch Doppelkupplungsgetriebe DSG und Allradantrieb erhältlich. Die günstigste Beach-Version kommt mit dem 2 Liter TDI und 62 kW daher und kostet in Deutschland 38.600 Euro. Der California entfaltet sich zum richtigen Raumwunder. Wenn man tagsüber oben die Koje nicht braucht, kann man das Dach nach oben klappen und kann sogar bequem hier drin stehen. Stehen macht natürlich nur beim Aus- und Einsteigen Sinn. Sinn macht aber vor allen Dingen hier dieser versteckte Tisch. Der ist sowohl für draußen als auch für drinnen geeignet. Hier drinnen reicht es, wenn ich 2 Beine aufstelle und dann hier diese Halterungen ausklappe. Dann kann man den Tisch hier auf meiner linken Seite einfädeln. Und dann kann man hier hinten frühstücken, Mittagessen, Abendessen oder Karten spielen. Und wenn man aussteigen möchte, kann man den Tisch nach vorne schieben und hat hier bequem Platz, das Fahrzeug zu verlassen. Beim VW California steckt die Liebe einfach im Detail. Wir haben hier einen Tisch, der drinnen und draußen funktioniert. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn wir keine Rückbank ausbauen müssen, sondern, wie hier in dem Fall, 2 wunderbare Klappstühle in der Heckklappe versteckt haben. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Ein wunderbares Auto für einen kurzen Campingausflug. Mir persönlich ist es für einen langen Campingausflug dann doch etwas zu klein noch. Wenn man jetzt den kurzen Campingausflug vor Augen hat, ist er aber auch relativ teuer. Und darum werde ich mal gucken, ob ich ihn mir irgendwann mal irgendwo leihen kann. Wer sich allerdings für den California entscheidet, geht oft eine Bindung fürs Leben ein. Denn wem der Komfort ausreicht, den erwarten viele, viele Abenteuer.